Okay, Egghead. Now you've gone too far. Damn it. The Doctor is well known for this kind of tactics, but this time feels hastily planned. He must be desperate. But why? Rouge, the Doctor is leaving the station. I need... Shadow. I'm listening. You've done well. Retreat. Gun wipe of the situation from here. Affirmative. This time it's different. I can't afford to lose. Und damit grüße ich Crash for the Wicked hinein, euch zurück zu Let's Play Sonic Omens. Und wir starten durch gegen einen heftigen Eggman-Boss-Kampf. Wobei man nicht zu langsam sein soll, weil dann stirbt man. Aber hier wird dann auch wirklich hinter extrem viele Hindernisse entgegengeworfen. So. So, aufpassen. Rutschen. Und jetzt hier. So, ich glaube, man kann ihm bis zu 3 Treffer jetzt zufügen, wenn man genug Boost hat. Yes. So. Das ist das Zeichen dafür, dass man hier bei diesem Laser ausweichen muss. Aua. Shit. Komm, gib mir einen Ring. Oh shit. Ich bin zu langsam hier. Ich hab wieder keine Ringe. Aber zumindest den roten Ring habe ich bekommen. Ah, und es gibt ein Schild noch extra. Oben drauf. Wenigstens. Oh shit. Ja, so viel dazu. Der Laser ist eigentlich schwierig auszuweichen. So. Komm schneller! Zack! Und zack! Oh, schade, da hat noch ein Treffer gefehlt. So. Shit. Alter! Ja, wie soll man denn... Ach! Nein! Andersrum! Du Depp! So, jetzt beeil dich! Shit. Nein! Da kommt der scheiß Laser. Ah, da hätte ich springen müssen. Warum nennt ihn eigentlich wieder Robotnik? So nennt ihn doch niemand mehr. Das ist echt scheiße auszuweichen, das Ganze. Komm, gib mir Boost. Und Ringe. So, come on, gib mir noch einen dritten Treffer. Uff, das war knapp. If you quit now, we could save a lot of time and broken robot. What's wrong? I'm so fast anymore. Boah, das ist echt heftig. Get
Ja, toll. Den roten Ring kann ich vergessen. Toll, kein Boost mehr. Okay, jetzt haben wir wieder was. Und nochmal springen. So, komm schon. Der nächste Treffer. So. Oh, jetzt wird er besonders abgehen. Ich weiß es jetzt schon. Das kombiniert er die ganzen Angriffe hier. Jetzt wird er richtig verzweifelt hier. Komm, gib mir Ringe. Okay, jetzt doch der eine Laser. Ich dachte, er wollte einen Laser einsetzen. Dann schaut er sich mal um. Jetzt aber. Spring. 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 Come on. Oh, das wär's. Oh, da habe ich früher viel mehr Versuche gebraucht, aber hier gerade mal Second Try. Nicht schlecht. Professor Ivo Robotnik, you are under arrest for violation of Section 618B. Of the Mutual Protection Act. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Huh? Hey! The Emeralds! You can't take them! According to Section 600 of the Mutual Protection Act, you, Sonic, are also in violation. What? The agreement states that you oversee the protection of the Chaos Emeralds, does it not? Since you have failed to uphold your end of the contract, the Guardian Units of Nations are now responsible for the Chaos Emeralds. If it wasn't for me, Eggman would have escaped with the Emeralds! You're lucky that we don't take you in as well, Hedgehog. Stop, you fools! You can't let the Emeralds fall into the hands of... Who are you? You may call me Exiled. What an honor to finally meet you, Controller of the Light. We're finished here. God's been very useful to me. But everything must come to an end. Wait! Stop! Give them back! Ja, und jetzt kommen wir zu einer Halluzination. Wo wir noch nicht mal voll... Wo wir noch nicht mal hier volles Tempo rennen können. Ich meine... Wir können wenigstens joggen hier, weil im Originalspiel war man da noch viel langsamer. Also konnte man da noch... Konnte man noch sogar noch langsamer... Viel langsamer nur rennen.
Also sie viel langsamer nur fortbewegen. Und nur durch Sprünge konnte man das irgendwie ausgleichen. Kann ich überhaupt... Nee. Spindash konnte man auch nicht einsetzen. Kann man auch nicht einsetzen. Aber was erwartet einen am Ende? We made it. The Chaos Emeralds have securely connected our worlds. Once separated, united again. Now, there is no need to fight for the resources of the planets. The energy of chaos will be enough for everyone. We're ready to strive for a better future. Together. Isn't that true, my friend? Oh, he's waking up. Ow, my head. Dang it! Why, Shadow? Why'd you do it? I believe I can answer that. Eggman! In the flesh! And if it wasn't for my on-the-spot brilliance, you never would have made it out alive. Your fox boy friend offered some assistance too, I guess. So... I can't believe it. That was... Indeed, a Metarex. You and that boy Thorndike always had a strong sense of justice. But this time, even you can't argue. He screwed up. You mean Chris? What are you saying, Eggman? What does he have to do with what's going on? Thorndike was certainly ambitious. As you know, traveling to different dimensions wasn't imperfect science back then. Even for the likes of me, messing with the very fabric of time and space can wreak untold havoc on a living organism. And unfortunately for your old friend, doing so twice within a short period of time caused his body to age rapidly, giving him roughly 15 years to live. Well, climbing up to the GON's highest position and changing their war-torn ways was no small feat. And during that time of maintaining peace, he had found a new friend. Does that mean... I don't know how or where they met, but this Metarex, who calls himself the Exiled, was impressed with Chris's naive ideologies to change the world for the better. So they worked together closely for the time he had left. And once Chris was... gone... The bureaucratic suits, internal politics perverted their interests back to the armored conflict. The Exiled saw Thorndike's life work destroyed and wanted nothing to do with Juan any longer. He's recruited Shadow for his own gains, and now he wants to manipulate time itself. It is already possible to manipulate time using Chaos Control with a Chaos Emerald. So why does the Exiled need all of them? You should already know the answer for that one. Twin Tails, think! A copious amount of energy is needed to rip open a hole in the fabric of time and space. I had already attempted this once before, but it ended in failure. I may have slightly miscalculated the numbers. Forgot to carry the three. But the Exile has found the solution. Although it looks like he didn't divulge the details to Shadow. All right, Egghead. If you know the details, then spill it. What is the solution? Don't get your quills in a knot, Sonic. There's only one method of creating more energy than what the Emeralds can produce on their own. And that is by their destruction. Huh? The burst would be enormous. Enough for the journey to the dawn of time itself. And yet... No way. I don't believe it. That kind of destructive power would destroy life as we know it. Our friends would be gone. You may not believe it, but the Omens surely do. Gnarl, Vortex, Ember, those ancient guardians of chaos are deeply connected to the Emeralds. If the Emeralds themselves are in immediate danger, they are awakened from their slumber in order to protect their master. I have encountered Ember,
And that bringer of chaos single-handedly destroyed my entire robot fleet! It took me a whole week to manufacture them! Hmm? What? You yourselves have encountered Gnarl. If they believe in this impending danger, then it would be wise to believe as well. It doesn't matter what they believe, because we're gonna stop this exiled guy! Yeah, only I am allowed to take over this planet, and I'm not going to let some third-rate villain take that away from me! Hey! Is this where I think it is? Oh, yes. The Exiled Citadel. Our destination! Yeah. Power is at 50%. You might not have enough if you fly too high. Keep that in mind. Eggman, thank you. Spend any more time working with Eggman than I have to. You talked about me. I suppose it is only natural for friends to talk about each other. We're not friends. I still haven't forgiven you for all the things you've done. Not for Earth, not for Chip, and certainly not for Angel Island. But here we are. It's funny, isn't it? Ja, witzig. Genauso witzig wie der aktuelle Hyper-Tornado-Level hier. Mit lauter One-Death-Fallen. Hier die Flammen zum Beispiel und auch die Laser, die wir gesehen haben. Hier zum Beispiel auch diese Laser. Aber hey, die Poppins sind wenigstens gefixt. Die Stacheln waren vorher wirklich reingepoppt wie wahnsinnig. Haben sogar noch Sonic Frontiers Pop-In wirklich wie einen schlechten Witz, also wie eine Kleinigkeit aussehen lassen. Ich hoffe, ich komme jetzt hier besser durch. Ach, Mann. Aber auch hier gibt es wirklich vieles, was mich stört an dieser Sequenz. Ich meine, eine Sache muss ich lustig finden, diese Invincible-Anspielung. Think, Tails! Think, Mark! Think! Oder... Denk nach, Mark! Ist so eine Amazon Prime exklusive Superhelden-Show. Aber ein erwachsener Cartoon. Also, und ein erwachsener Cartoon. So. Hier müssen wir wieder Schalter finden, um da wieder durchzukommen. Da muss man echt aufpassen. Ich hoffe, ich bekomme jetzt mal einen Checkpoint dazwischen, weil. Wenn ich da jetzt fehle, dann würde ich wieder komplett von vorne anfangen. Müsste auch wieder diese ganze Sequenz hier durchmachen. Okay, ja, Checkpoint. Ich hab's gehört. Dankeschön. Oh shit! Kommen die Flieger schon wieder. Gut, das habe ich auch geschafft. So, hier ist der erste Schalter.
Sehr schön. Übrigens, diese, wenn man diese ganzen Stachelkugeln hier zerstört, bringt das auch Punkte. So. Darunter habe ich auch noch was aufgemacht, ne? Wie kommen wir da jetzt rein? Wo ist da jetzt der Eingang? Das sehe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ah, hier. Puh. Okay, hier ist auch ein roter Ring. Den habe ich ja bereits. Und hier sind auch wieder Todeslaser. Mit einer Berührung ist man dann down. Und das, dahinter sind auch wieder so Flammen. Aufsteigende Flammen hier. Oder ist besonders krasses Timing gefragt, um da durchzukommen. Oh ja, weil ich war zu langsam und die Flammen haben mich noch erwischt. Gott, verdammte Scheiße. Ich. Ah. Ach, da sind sie. Am besten lieber, ich wollte schon sagen, ausweichen, aber geht anscheinend nicht. Die erwischen mich immer. Gut, der Schalter ist bereits betätigt. Das bleibt ja gespeichert. Und ich schätze mal, ich werde das auch hier spalten müssen, weil... Sagen wir mal so, dieses Stage geht wirklich sau ewig lang. Okay. So, jetzt war. Da ploppt's auf. Jetzt mal lasse ich den roten Ring sein. Come on, schneller, schnell, 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 schnell. Uff. Das hier ist mal viel zu knapp. Okay, 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 schnell, schnell, schnell durch. Uff. Ganz ehrlich, das Timing, das da verlangt wird, ist einfach viel zu krank. Jetzt muss ich hier auch mal aufpassen. Ja, weil wenn man das auch berührt, dann ist man auch instant down. Also die leuchtende Wand hier. Nein! Ach! Okay, hier durchgekommen. Oh Gott, und da kommt der nächste mit der nächsten Feuerwand. Ich könnte kotzen. Okay, aufpassen. Ah! Shit. Jetzt ist aber auch auf diesen Laser aufpassen. Okay, check the point. Wenigstens. Dann sind die Flammen nur auf der Seite. Da kann eigentlich nicht wirklich was passieren. Oh, shit. Ich könnte mal da drüben nachgucken. Was damit auf sich hat. So. Hm.
Okay. Oh mein Gott. Das kann man leider auch leider Gottes auch nicht ausschalten, diese Laserfallen. Nicht zu nahe. So. Und hier ist der nächste Schalter. Okay. So, das wäre soweit geschafft. Jetzt erst wieder zurück zur Mitte. Dort die Schalter aktivieren. Oder hier zumindest. Oh shit. Ja, das war voll fair, ne? Ist mal Schluss hier? Okay, den haben wir. Oh ja, check the point. Süßer, süßer check the point. Na schön, also hier gibt es ja noch Schalter. Na toll. Okay. Jetzt noch der andere auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Sehr schön. So, ich glaube, das wäre es. Jetzt kommen wir hier weiter. Super, noch ein Checkpoint. So schnell. So, hier. Come on. Jetzt aufpassen. Könnte vielleicht hier noch ein paar Punkte mitnehmen, aber bringt eh nichts, wenn ich hier zu lange brauche, um durchzukommen. So. What the? Was war das jetzt wieder? War ich da immer noch zu nahe dran? Mann, ey. Also, ich glaube, ich muss den Weg hinnehmen. Das hasse ich zwar, aber es bleibt ein anderes erspart hier. Die Poppins sind wirklich hier weg, weil diese ganzen Dornen hier sind wirklich aufgeploppt bei der letzten Variante. Wie wahnsinnig. Da haben sie wenigstens geguckt, dass sie das ein bisschen gefixt haben. Muss man wenigstens so gut heißen. So. Hier lang, würde ich sagen. Mehr Lasergeschwader. Aber den ist es eigentlich nicht so schwer auszuweichen. Okay, der nächste Checkpoint. What the... Oh. So. Ich glaube, jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo wir die ganzen Gegner hier bezwingen müssen. Okay. We won't get through this energy shield while the Metarics are here. We need to destroy them. So ist es. Weil Gottes erscheint ja noch welche von denen. So, haben wir sie alle? Nee, da sind glaube ich noch welche, ja. Okay. Immerhin können wir den hier von der Ferne aus in aller Ruhe abballern, bevor sie uns überhaupt erst erblicken. Okay, das wär's. Wir können weiter.
Na, jetzt kommen wir zu der Stelle. Jetzt heißt es dem Falken hier entgehen. Zu den riesigen Adler. Oh Mann. Ja. Wir müssen nämlich hier Schutz suchen, während er hier auf uns zustürmt. Und jetzt schnell. Oh, ich hoffe, das geht sich aus. Uiuiui. Puh, das war knapp. Problem ist auch bei dem, es hat auch so ausgesehen, als könnte man ihn mit einem Seitwärtsroller ausweichen, aber dem ist nicht so. Der bedeckt den ganzen Bildschirm, also man muss wirklich aufpassen. Und jetzt immer mit Timing arbeiten. So. So kommt man ja auch weiter. So, kurz warten wieder. Ah. Ich bin ein bisschen zu früh gewartet. Ich hoffe, dass das noch ausgeht. Come on, come on, come on, come on, come on. Ah, scheiße. So kurz davor. Ach komm, was soll das denn? Nee, jetzt muss ich wieder von vorne oder was? Bullshit. Okay. Das müssen wir es gleich geschafft haben. Ja, da ist das Ziel. Oh shit. Schaffe ich das noch? Ja, ich glaube, das schaffe ich noch. Na schön. Dann geht's dann in den nächsten Part weiter. Aber nochmal, was ich auch noch vergessen habe, meine Probleme aufzuzählen mit der Cutscene. Der Story. Zum einen fand ich schon unsinnig, allein in Sonic X, dass Chris von einem Erwachsenen, als er nach Sonics Dimension gereist ist, oder in Sonics Planeten hingereist ist, fand ich schon blödsinnig, dass er da wieder in ein Kind verwandelt wurde, nur weil da die Zeit anders lief, nämlich dass da nur 6 Monate vergangen sind. In Sonics Welt, so wie es scheint. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich auch vertan beim Dimensions- Reisen, keine Ahnung. Aber jetzt dann nochmal wegen der Rückreise? Hat er nur noch 15, soll er nur noch 15 Jahre zu leben haben? What? Entschuldigung? Wie funktioniert das bitte? Das ist unsinnig. Und wenn diese sogenannten Omens, diese Wächter der Chaos Emeralds, immer erwachen, wenn die Chaos Emeralds in ernster Gefahr sind, warum sind sie nicht schon früher erwacht? Die kommen auch vollkommen aus dem Nichts. Das ist alles aus dem Nichts herbeigezaubert worden. Absoluter... Ich glaube, denke, ihr versteht jetzt, warum ich diese Story wirklich nicht mag. Okay, geschafft. Na gut, in den nächsten Part geht es dann wieder. Also dann oben einen Kommentar nicht vergessen, wenn es trotz eurer Face so gefallen wurde. Dann seid gespannt, klickt wieder rein. Oh ja, Crush, wieder geht hinein. Bis zum nächsten Part in Let's Play Sonic Omens. Also wiedersehen, tschüss, Leutchen.